willkommen zurück bei Let's Play Project Zomboid. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Weg zum Einkaufszentrum. Aber leider gerät unser Vorkommen etwas ins Stocken. Wir machen das Ganze jetzt anders, da anstatt uns durch die Stadt vorzukämpfen, gehen wir jetzt doch ein bisschen außenrum. Also doch den Weg zurück, von dem wir gekommen sind, weil das, das ist hier einfach, ja. Da sitzen wir in 3 Jahren noch da, bis wir uns hier durchgekämpft haben. Und außerdem, selbst in einer Zombie-Apokalypse nimmt man meist... Reducer Panic, okay. Realistisch ist es ja, man nimmt meistens den einfachen Weg, den Weg mit dem geringsten Widerstand, und der führt einfach nicht quer durch die Stadt. Wir haben alles, was wir an Vorräten brauchen. Deshalb gehen wir den Weg unten lang. Da müssen wir zwar jetzt zurückgehen, aber hinterher wird es einfacher sein. Können wir auch mal ein bisschen joggen. Hep, 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 hep. Da ist nur einer, denn ich hoffe, dass hier keine neuen Zombies gespawnt sind. Da hinten war das Pizzading, da gab es ja ein Bett. Vielmehr ein Stuhl zum Schlafen. Vielmehr so eine Bank. Okay, hier unten ist natürlich jetzt auch ein ganzer Haufen wiedergekommen irgendwie. Das heißt, wir schnabulieren uns erstmal was rein. Hier können wir auch nochmal Dörrfleisch essen. Und uns umdrehen. Ja, das ist natürlich jetzt hier super. Aber souverän gelöst. Das Ganze. Und ich verstehe nicht, wie die uns plötzlich so unglaublich gut wittern können. Das ist unglaublich. Und gleich geht unsere Axt kaputt. Das ist nicht so toll. Aber wir haben ja noch eine Ersatzaxt. Ups. Hallo? Blöde Alte. Sah fast so aus, als hätte sie uns erwischt, aber hat sie nicht. Okay, wir steigen auch gleich nochmal eine Stufe auf. Was wir dann erhöhen, weiß ich noch nicht. Und ich hoffe, der Weg da unten ist nicht... Das gibt's nicht. Oh, die Axt ist kaputt. Oh oh. Können wir die hier reinpacken? Ja. Obwohl das... ist ja eigentlich Blödsinn. Weil falls jetzt der Weg doch noch länger dauert und wir doch noch mal eine Axt wechseln sollten müssen oder so, oder falls wir keine Waffe mehr haben, dann würde ich sagen, nehmen wir den Hammer. Das ist immer noch besser als mit bloßen Händen zu kämpfen. Haben wir nicht noch Vitamine? Denn jetzt ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt zum Schlafen, Mr. Howard.
Denn wir müssen uns natürlich jetzt auch erst wieder einen Stuhl craften. Da kommt schon wieder der nächste, ey, das gibt's nicht. Oder auch nicht. Okay, hier hatten wir ja ein bisschen freigeräumt und es sieht auch noch recht frei aus. Das ist gut und er ist auch jetzt noch nicht so müde. Fahren uns nochmal Vitamine rein. Damit wir noch ein Stückchen weiterkommen hier. Sprinten, ja, das dauert alles nur so lange hier. Das dauert alles noch so lange. Bis wir das leveln können. Obwohl, wenn wir jetzt noch ein bisschen sprinten, dann könnten wir es schaffen. Mensch, das ist ja hier richtig ein richtiger Trampelpfad, hier ein richtiger Entspannungsweg. Ach, kann man schön spazieren gehen. Kein einziger Zombie. Nur ein komischer Feldweg, der was weiß ich wohin führt. So, und ich glaube, so langsam müssten wir dann doch mal ein bisschen Holz fällen. Ja, jetzt machen wir den Baum hier nieder. Okay. Und zwei Holzscheite einsammeln. Die Säge geht ja hoffentlich nicht kaputt, ne. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss mir mal Halsbonbons kaufen oder sowas. Wo ist das andere? Hier. Ich bin schon erblindet. So, schläfrig. Wollen wir wirklich in der Nacht weiterlaufen? Es bleibt uns ja eigentlich keine andere Möglichkeit. Ich glaube, wir warten noch so bis um 7. So lange können wir ja hier nochmal so einen kleinen Spaziergang machen, aber dann müssen wir echt schlafen. Na? Okay, joggen kann er jetzt nicht mehr. Das klappt nicht. Und ich muss mal kurz husten. So. Das schneide ich natürlich raus. Mein ekelhaftes Gekeuche will ja keiner hören hier, ey. Muss ja auch nicht sein. So. Hier. Holzstuhl. Zack. Ja, wir wollen schlafen. Unbedingt. Und natürlich wieder mitten in der Nacht aufwachen wahrscheinlich. Und natürlich während dem Gewitter. Das muss natürlich auch sein. 3 Uhr morgens, yo. Natürlich. Aber natürlich, ich glaube, der will uns verarschen. Ich glaube, der will uns einfach nur verarschen. Okay, meine kaputte Axt war mir irgendwie lieber. Okay. Was ist das? Schaut wieder nach einer... nach einer Tankstelle aus. Da schleichen wir uns jetzt aber einfach ganz klammheimlich dran vorbei. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wo lang. Ich glaube, die zwei machen wir
platt hier. Natürlich. Hallo? Könntest du jetzt mal sterben? Gut, hat uns nicht erwischt. Gut, wir könnten jetzt Kochen steigern, aber das hat irgendwie keinen Sinn für mich, finde ich, bis jetzt. Okay, wir gehen da unten weiter. Jetzt habe ich natürlich total die Karte vergessen. Ich weiß nur, wir müssen eigentlich hier ständig geradeaus laufen. Wie geht das? Warum? Ich glaube, das sind... Diese Alten hier, die sind Spezialzombies. Ich glaube, die sehen uns früher. Ja, toll. Ach, ganz toll. Beta-Blocker, ja. Brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Okay, da geht's zur Eisenbahnstation. Ja, wir gehen zur Eisenbahnstation. Planänderung, wir gehen über die Eisenbahn. Also vielmehr über die Schienen, nicht über die Eisenbahn. Boah, der dicke Nachbar, ey. Unglaublich. Bum, 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 bum. Komm, wir essen mal ein Dosensüppchen. Oder auch nicht. Ich verstehe nicht, wie können Leute so laut gehen? Wie geht das? Ich verstehe es einfach nicht. Kann man nicht einfach die Füße ein bisschen hochheben beim Laufen? Muss man... Oh oh. Muss man so trampeln, wenn man weiß, okay, unter mir wohnt jemand. Könnte den eventuell stören. Aber nein. Da muss man auftreten wie ein Elefant. Damit der Nachbar ja noch weiß, okay, ich wohne noch hier, ich lebe noch. Das könnten wieder etwas zu viele werden. Scheiße. Scheiße! Okay. Scheiße. Aber... Was war das denn? Okay, wir hatten nur kurz Schmerzen. Und dann nichts mehr. Gut. So soll es sein. Okay, das führt aber anscheinend beides hier zur Eisenbahnstation. Also ist das, glaube ich, an sich eigentlich egal, wo wir lang gehen. Der Weg wird derselbe sein und er wird auch genauso schwierig sein wahrscheinlich. Aber wir versuchen jetzt auch mal so ein bisschen den Zombies aus dem Weg zu gehen. Denn ich will nicht mehr allzu viel riskieren hier. Wenn man guckt, ach, 1 Monat, 7 Tage. Wunderbar. Was ist das? Das sieht komisch aus. Sehr komisch. 84 immer noch. Und jetzt können sie auch mal langsam hell werden, ne? Irgendwie ist es sehr lange dunkel. Düdü. Oder auch nicht. Oh, Lippenstift, endlich. Mrs. Nadius Howard. Da kommt der nächste Onkel Sepp an. Und noch einer. Oh, noch zwei.
Noch einer. So, jetzt ist aber hier mal Schluss. Ich sag nur, ich will den Zombies aus dem Weg gehen. Aber man kann es ja nicht ändern. Wenn sie einen sehen, muss man sie ja bekämpfen. Weil ich glaube, weglaufen macht das Ganze nur noch schlimmer. Dann lockt man nur noch mehr an. Was mich jetzt gerade interessieren würde. Sind das hier Beeren, die man pflücken kann oder so? Nö. Sah so aus. Sah so aus. Okay, das sieht schon mal vielversprechend aus. Nach gar nichts, außer einem Bahnübergang. Aber vielleicht sind wir ja bald am Ziel. Erstmal hier nochmal ein paar Kollegen umlegen. Zack. Okay, die haut ab. Meinetwegen soll sie machen. Wir lassen uns hier nicht stören. Was ist hier passiert? Warum liegen hier ab und zu einfach Tote rum? Das ist komisch. Sehr komisch hier. Der handelt natürlich genau in unseren Weg. Das ist alles überhaupt gar nicht auffällig. Bleib da. Super. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Aber sie haben uns nicht entdeckt. Sie haben uns nicht entdeckt, das ist gut. Hängen sie da alle bei ihrem Zaun um? Okay, okay, okay. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Bahnstation auch mal langsam kommen würde. Denn es wird kalt, wir müssen uns unterstellen. Sehr, 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 sehr dringend. Gut, er hat uns auch nicht gesehen. Ach Mensch, es ist ja ein Traum. Es ist ja ein Traum hier. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht fantastisch aus da drüben. Pam. Okay, der Regen macht ihn auch irgendwie schneller K.O., ne? 513 Zombies gekillt. Ach, ich weiß noch, als wir den ersten getötet haben. Es ist, als ob es gestern gewesen wäre. Ach was. Das soll Wasser sein, oder was? Ich dachte schon, was ist das denn? Aber das ist Wasser, ne? Ja. Soll das wohl darstellen? Schade, und ich habe mich schon gefreut, denke ich, ne? Wird die Bahnstation sein. Aber nein, es ist nur ein billig anmutendes Wassergebilde, genannt Fluss in manchen Kulturkreisen. Weiter, 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 Nanius. Weiter, weiter, Mr. Howard. Howard Nanius Dale. Aber hier kommt man wahrhaft gut voran, muss ich sagen. Höchstwahrscheinlich viel, 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 viel schneller und angenehmer, als wenn wir uns jetzt durch die ganze Stadt massakrieren müssten. Und da hören die Schienen einfach auf. Das ist ja interessant. Also wenn man hier mit dem Zug langfährt, oder langfahren würde oder langgefahren wäre früher, hätte man doof aus der Wäsche geguckt, spätestens ab hier. Gut, dass das nicht hier geradeaus geht, in den Fluss rein oder so. Aber obwohl, der fährt dann sowieso geradeaus. Wäre man hier kläglich untergegangen.
So, und ich habe jetzt auch gerade keinen Plan mehr, wo wir hier überhaupt sind. Weil es sieht irgendwie nicht so aus, als ob hier jetzt noch eine Bahnstation kommen würde, ne? Da hinten ist einfach Schluss. Was soll das denn? Was soll das? Was soll das? Okay, dann machen wir hier erstmal Schluss. Ich gucke auf die Karte. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.